Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight, meine kleinen Wölfchen. Und zwar hier auf dem öffentlichen Spieler-Test-Server. Da wird jetzt das neue, andere Resident Evil DLC getestet bzw. gezeigt. Und ich möchte es heute mal mit dem Wesker bzw. er heißt ja im Spiel Mastermind mal spielen und war auch nur mit seinen drei eigenen Perks. Und zwar hat er Überlegenanatomie, verbesserte Wahrnehmung und Endstation. Mit Endstation sind die Überlebenden, sobald ein Ausgangstor auf ist, wird das Talent quasi aktiviert und die was eben verletzt sind, auf dem Boden liegen oder die halt am Haken hängen. Nee, Quatsch, Entschuldigung, ich muss kurz zurücknehmen. Sobald die Ausgangstore, nicht wenn, das war jetzt mein Fehler. Also sobald die Chance angehen, erleiden die Überlebenden erstmal den Statuseffekt gebrochen. Und wenn dann ein Tor aufgemacht wird, dann bleibt der Effekt noch 20 Sekunden stehen, zumindest auf Stufe 1. Stufe 3 ist, glaube ich, 60 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Sprich, das konnte auch Adrenalin total aus. Also soweit ich weiß, überschreibt das Adrenalin. Also der Effekt gebrochen ist quasi stärker als Adrenalin, wenn ich das jetzt so richtig. Aber ne, guck mal einfach mal. Dann gibt es verbesserte Wahrnehmung. Wenn ich einen Überlebenden auf meiner Schulter trage, sehe ich die Auren von anderen Überlebenden in einem Umkreis von 20 Metern um mich rum. Und die Auren bleiben 2 Sekunden lang sichtbar, wenn ich den Überlebenden nicht mehr trage. Sprich, würde ich den jetzt fallen lassen oder aufhängen, kann ich die dann immer noch 2 Sekunden lang später sehen. Wird sich super gut mit Groupie kombinieren lassen. Nur Groupie ist momentan leider deaktiviert. Da gibt es momentan den Bug, dass man da irgendwie für immer und ewig One-Hit ist, weil man für immer und ewig gefährdet ist. Keine Ahnung. Aber ich wollte es erstmal nur mit seinen eigenen spielen. So, dann eben diese überlegene Anatomie. Wenn Überlebende im Umkreis von 8 Metern von mir einen schnellen Sprung ausführt, also ganz schnell durchs Fenster springt, ich gehe mal von aus, auch über die Palette, oder halt wenn er generell eine schnelle Aktion, ich glaube schneller Sprung könnte nur Fenster sein, weil hier steht nämlich, hoppala, dass es deaktiviert wird, wenn ich durch ein Fenster gehe. Ich glaube, das betrifft nur Fenster. Auf jeden Fall ist dann meine Sprunggeschwindigkeit, die ich durchs Fenster gehe, für 30 Sekunden um 30% erhöht. Ich glaube, das Perk kann auf Meyers richtig gut sein, weil Meyers auf Stufe 3 ist auch sehr schnell im Wolken. Genau, es hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Addons nehme ich mit. Wenn ich sie mit meiner Fähigkeit erwische, dann erleiden sie unter dem Statuseffekt Blutung, bis sie geheilt sind. Und da ist halt die Infektion, die es in dem Spiel gibt, die schreitet halt um 30% schneller voran. Und dann habe ich natürlich noch ein rotes Mori mitgenommen, einfach damit ihr auch mal seht, wie sein Mori aussieht. Genug gequatscht, gucken wir mal, wie die Runde so läuft. Also, bis gleich! So, das sind wir im Tempel der Reinigung. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir auf eine der neuen RPD-Varianten landen, aber gut, sollte nicht so sein. Ich bin mal gespannt, wie es so läuft. Ich habe ihn schon einmal privat ausprobiert mit Freunden. Da oben ist jemand. Oh, hi. Ich kann jetzt hier nämlich so eine Kraft aufladen. Jetzt war nichts. Schade. Daneben. Dann laufe ich jetzt erstmal so nach. Doch. Was ist der denn? Oh Gott, er ist weitergelaufen. Okay. Oh, und da ist schon der erste Gen fertig. Okay. Da läuft er. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit ich nach vorne dashen kann.
Okay. Ich glaube, da ist noch eine Palette, oder? Hab ich nicht. Disappoint me. Is that the irgendwo wurde auch ein Bootsmotem gemacht. Ich glaube, es macht nichts. Es ist ja PDB, es ist ja nur zum Testen da. Ich hätte euch ja gerne mal die Fähigkeit gezeigt. Vielleicht kommen wir gleich noch in den Genuss. Verzeiht doch bitte, wenn meine Stimme heute so kratzig ist. Ich habe die letzten zwei Tage auf der Arbeit so viel reden und telefonieren müssen. Das hat meine Stimme echt nicht verkraftet. So. Da rennt jemand. Ich weiß, dass rechts von mir auch noch jemand war. Ui. Is that all you have? Ist aber weit geflogen. Ja, ja, ich komme. Kein Thema. Ah, hab ich dich. Das Ding ist, ich muss die Survivor gegen eine Wand schlagen, damit sie dann auch verletzt sind. Wenn ich sie so durch die Luft werfe, bringt es leider wenig. Okay. Ich warte mal kurz, was sie macht. Hab ich dich. Hat funktioniert. Tja, Fräulein. Nicht mit mir. So, bitteschön. Das Coole ist halt echt, ich kann so wie die Legion quasi über Paletten sliden. Also hier nehme ich was raus. Vielleicht sind sie in der Killer-Shack. Ja. Okay, Blendgranate. Ich dreh mal kurz durch. Ich hatte erst gedacht, dass da das Fenster ist, aber ich war es wohl nicht. Oh, hab ich dich? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. I don't know. Okay. You're merely postponing the inevitable. Sie rennt weiter. Okay. Das Problem ist halt, dass ich hier noch so einen kleinen Cooldown habe. Schade, okay. Hab ich dich, okay. Ich will mal ganz kurz gegen den Chen treten. Ach, noch mal. So. So, hab ich den jetzt niedergehauen? Ja, okay, wahrscheinlich hat er Unbeugsam oder so. Es ist ja nur zum Üben da. Ich habe den gerade irgendwo gehört, oder? Ah ja. Dann gehe ich halt ihr nach. Ich bin Bill aufgehoben. Und ha. Okay, schade. Sie hat eine Spraydose in der Hand. Ich komme gar nicht wirklich dazu, meine Fähigkeit zu nutzen. Okay. Habe ich dich? Okay, schade, ich hab gedacht, die steht an der Palette. Oh. Okay, so geht's natürlich auch. Na, komm mit. Uiui, da steht auch das Bohnen-Totem. Mach das gleich mal aus. Bitteschön.
aus mit dir. Da ist der nächste Chant fertig. Ich meine, wie gesagt, das ist PDB, das ist vollkommen okay. Kann auch sein, dass gleich irgendwo der letzte Chant angeht. Ich finde ja seine Schritte so lustig, so nach dem Motto Nachtigall, ich höre dir drapsen. So, mal gucken, ob ich jetzt endlich mal so ein bisschen meine Sprungfähigkeit nutzen kann. Da ist der Bill, glaube ich. Ich glaube, das ist der Bill, oder? Ja. Okay. Ich weiß, dass er durch die Palette gegangen ist. Über die Palette. Da durch. Dadurch. Darunter. Ihr seht, Bill ist jetzt gebrochen. Ich würde jetzt gerne mal. Hab ich dich? Hab ich dich? Hat die Flinge? Ich weiß nicht. Ach Mensch. Okay. Hab ich dich? Okay, schade. Hat nicht so weit gereicht. Hab ich dich. So, komm mit. Hey, hey, hey. Da sehe ich jemanden. Hab ich dich. So, noch ein bisschen Punkte. Das ist schön. Aber ich gehe jetzt an den Haken. Ich meine, ich kann die Survivor auch. Das finde ich doch ein bisschen witzig. Quasi gegen das Ausgangstor drücken und dann kommt sie trotzdem nicht raus. Okay, schade. Der hat benutzt. Mal gucken. Da ist der Bild. So, hab ich dich. Alter Vater. Also, ich muss zugeben, die Würfel finde ich richtig cool. Ich kann, glaube ich, noch keinen Mori, ne? Schade eigentlich. Ich so gerne noch das Mori gezeigt. Nochmal ein Totem, okay. Da ist jemand. Noch einmal. Ich will ja jetzt nicht tunneln, auch wenn ich natürlich. Das natürlich cool wäre. Okay, schade. Schade, schade, ich hätte euch gern gezeigt, aber gut. War aber trotzdem. Ja, ganz solide, würde ich sagen. Komplett auf jeden Fall. Fortschrittfehler, okay, egal. Ja, ich hoffe mal, dass ich vielleicht dann in der nächsten Runde das Mori vielleicht zeigen kann. Weil ich werde es hier nämlich noch eine zweite Runde anhängen. Also bis gleich. Es gibt eine kleine Planänderung, da ich jetzt doch niemanden gefunden habe, der das mit mir machen konnte. Habe ich mir gedacht, zeige ich doch jetzt im Anschluss die überarbeitete RPD-Map, also von Raccoon City. Beziehungsweise wie sie aufgespalten wurde in West und East. Ich werde da nichts in der Szene reden, ich werde einfach nur durch die Map laufen, mir so ein paar Sachen angucken und da möchte ich meinen Danke an Sefi richten, der das mit mir gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich hier an der Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Thank you.
Thank you.